Herzlich willkommen auf der größten Karpfenshow von Europa. Ich bin in Den Bosch unterwegs und dieses Mal am Stand von Prologic, von Plano und von Penn. Und natürlich sind eine ganze Reihe andere Aussteller dabei und die werde ich euch auch zeigen. Begleitet mich auf diesem coolen Messe-Event 3 Tage lang auf der größten Show von Europa. Ich freue mich drauf. Herzlich willkommen in Den Bosch. Stopp! Stopp. So, Frage schon am Start? Ja, klar. Ein cooles Spiel bei uns mitgemacht. Ja, so. Und was hast du gewonnen? Wir durften schön Kescher gewinnen. Es hieß, es gibt so ein kleines Gewinnspiel. Und es war eigentlich schön gemacht. Wir mussten 2,5 Kilo Sand ungefähr abwiegen, beziehungsweise umschaufeln. Umschaufeln, ne? Genau. Genau, anstatt Partikel, die stinken zu viel, haben wir ja Sand genommen. Wir durften auch nicht rumsauen leider, aber gut. War eine coole Sache. Und ich sag mal, so ein Kescher, der für die großen Fische, ne, wo man keine kleinen fangen. Kescher kann man immer gebrauchen. Jo. Wie gefällt dir die Messe? Riesig. Ja, mal riesig. Sag mal so, wir kennen es eigentlich nur so klein. Ist bombastisch. Also es ist jetzt die erste Halle, es gibt glaube ich 4 Hallen oder 3 Hallen. Ja, genau. Ist riesig. Ja. Also es lohnt sich auf jeden Fall. Und ihr seid das erste Mal hier? Das allererste Mal, ja. Wenn man hier reinmarschiert, morgens das erste Mal, ist schon überwältigend, oder? Man denkt eigentlich immer so, es sind nur so kleine Messe, aber ja, das ist ein ganz anderes Kaliber. Man guckt nach rechts, es geht weiter nach links. Ist schon interessant. Also es ist ein mindestens Ausflug wert für einen Tag. Ja, mega cool. Wie gefällt dir die Messe? Also ich kann mich bei Avon eigentlich nur anschließen. Also mir gefällt die Messe bis jetzt auch sehr gut. Wir waren jetzt erst in der ersten Halle, aber es ist natürlich auch sehr überwältigend. Es ist eine große Messe mit vielen Ausstellern. Ja. Aber insgesamt erstmal einen guten Eindruck von der Messe. Wie oft angezündet auf Karpfen? Leider zu wenig. Was heißt denn zu wenig? Also 4-mal in der Woche, 1-mal im Monat? Nein, also ich würde eher 1-mal im Monat allerhöchstens sagen, weil es zeitlich nicht immer hinkommt und weil wir ja viel vorfüttern müssen, damit wir Karpfen fangen können bei uns an den Gewässern. Genau. Okay, also für dich quasi so als, ich darf jetzt Jungkarpfenangler sagen, auch hier eine Messe nicht nur zum Kaufen, sondern auch um Inspiration zu holen, vielleicht für deine Angelei. Genau. Auf jeden Fall, besonders bei den ganzen Futterangeboten hier. Das ist ja riesig. Also was hier jetzt ein Futterangebot gibt, das ist gigantisch. Aber man kann mit der Schubkarre kommen und was abholen, sagen wir es mal so. Es ist ja riesig hier. Machen auch Leute, genau. Also schön, dass ihr hier seid. Danke für das Gewinnspiel. Ja, sehr gerne. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Ebenfalls. Haut rein, kommt später nochmal vorbei. Machen wir. Alles danke. Klar. Dann machen wir schon da noch, ne? Bis dann, ciao. Ciao, Jungs. Eines unserer absoluten Highlights 2024, das sind 2 neue Modelle von Rollen, und zwar aus dem Hause Penn. Genau, Penn steht für super robuste Rollen und vor allen Dingen langlebige Rollen. Und wir haben direkt 2 neue Modelle für euch entwickelt. Auf der einen Seite ist es die Tidal und auf der anderen Seite ist es die Vantage. Beide Rollen gibt es in unterschiedlichen Größen und gleichzeitig auch in 2 unterschiedlichen Modellen. Einmal als normale Version und als XT-Version. Was ist der Unterschied? Die XT-Version haben alle 2 Kugellager mehr und kommen zu euch mit einer Ersatzspule. Die normalen Versionen haben keine Ersatzspule. Könnt euch also von vornherein überlegen, ob ihr die braucht oder ob ihr die nicht braucht und etwas Geld sparen wollt. Wie sind die Rollen aufgebaut? Was absolut neu ist für Penn, ist das Gewicht. Die Rollen sind sehr, sehr leicht geworden, unglaublich leichtlaufig. Das bedeutet also, wir haben wirklich Rollen, die so diesem Carpi-Style, diesem modernen, neuen Style absolut folgen. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Außerdem sind alle Modelle ausgestattet mit einer Quick-Drag. Das heißt, also von offen auf zu ist wirklich nur eine halbe Spulenumdrehung. Und das gefällt mir sehr, sehr gut. Immer dann, wenn ich ganz schnell viel Druck beispielsweise auf die Spule bringen muss, wenn ich Hook and Hold angel oder in anderen Angelsituationen. Das sind die beiden neuen Modelle von Penn. Auf der einen Seite Tidal in einem silbernen Look, auf der anderen Seite die Vantage in einem matt-schwarzen Look. Schaut sie euch an. 2 richtig, richtig gute Rollen aus dem Hause Penn. Hi, grüß dich. Hallo. Einen neuen Gast bei mir am Stand. Stellst du dich kurz vor, wer bist du? Ich heiße Alexander Sprung. Guten Tag. Ich komme aus Hamburg, ja, und bin ein Fanatiker, was Karpfenangler geht. Ja. Definitiv, ja. Cool. Das sind, des Jahres. Du, das sind wir alle. Jetzt bist du aus dem hohen Norden von Hamburg extra nach Den Bosch gefahren. Warum ausgerechnet nach Den Bosch? Naja, ich habe ein bisschen mich recherchiert, was es für Messen gibt. Und naja, das ist ja die größte Europas, soviel ich weiß. Genau, ne? Ja. Ja. Und da wollte ich unbedingt hin. Cool. Extra einen freien Tag genommen, Urlaub, um hier zu sein. Hotel vorher gebucht, schon Monate voraus, jetzt bin ich hier. Ja, mega. Du bist das erste Mal hier? Definitiv, ja. Zum ersten Mal, ja. Ja, cool. Was ist dein Eindruck?
Hammer. Ich habe, wie gesagt, so flüchtig nochmal angeguckt, aber jetzt etwas intensiver nach einem Schluck Kaffee. Und danke, dass ich dich kennenlernen durfte. Ja, sehr gerne. Das war auch ein kleines Ziel meines, von dieser Messe. Dankeschön. Das freut mich total. Schön, dass du bei uns bist. Vielen Dank für das Interview, für die Fragen. Und ich wünsche dir ganz viel Spaß hier auf der Messe in den Bosch. Dankeschön. Danke. Ciao, ciao. Ich habe mich ein bisschen umgesehen und natürlich auch Routen von Prologic entdeckt. Und da gibt es unterschiedliche Modelle. Und ein Modell, was ich unglaublich cool finde, das ist die C-Series, also die C-Serie. Das ist eine Routenserie, die im mittleren Preisbereich liegt, so um 60, 70, 80 Euro pro Route. Das kommt ein bisschen natürlich auf die Länge und auf das Modell an. Aber was mir unglaublich gut gefällt, ist die Qualität in diesem Preisbereich. Und das möchte ich dir gerne zeigen. Auf der einen Seite ist ein Korkgriff verarbeitet. Ich mag Kork unglaublich gerne, hat für mich immer eine schöne Optik. Und weiter oben ist der Rollenhalter. Und diese Rollenhalter, die sind für Routen in diesem Preisbereich wirklich sehr, sehr hochwertig. Ich habe da gerade die großen Pennrollen in einer 7000er, einer 8000er Größe draufgeschraubt. Und die sitzen bombenfest. Der Rollenhalter kann also auch Rollen mit großem Rollenfuß aufnehmen. Das klappt super, super gut. Dann ist mir aufgefallen, sofort bei dieser Route, dass wir hier einen Ring verbaut haben oder Ringe verbaut haben, die sehr, sehr schlank gehalten sind, also leichte Ringe. Und das hat natürlich den großen Vorteil, dass die Route an sich nicht so kopflastig wird. Und wenn ich sie zusammenstecke, dann merkt man das auch schon sofort. Die Route ist sehr, sehr leicht und hat eine ganz geringe Kopflastigkeit. Und das hat wiederum den Vorteil beim Angeln, dass ich damit viel schneller bin. Diese Routen sind sehr, sehr schnell und damit kann ich weiter werfen. Und gerade für diejenigen unter euch, die halt Wurfangler sind, an Gewässern unterwegs sind, wo man vielleicht auch nur werfen darf, aber auch keine Route sich kaufen wollen für 200, 300 Euro, sondern irgendwo im mittleren Preisbereich unterwegs sind, den empfehle ich. Schaut euch die C-Serie von Prologic mal an. Das, was ich hier gesehen habe, gefällt mir unglaublich gut. Plano kennt wahrscheinlich jeder von euch. Plano steht für Qualität im Boxenbereich, hochwertige Kunststoffboxen, die man in sehr vielen Angelsituationen einsetzen kann. Was ich gar nicht wusste und hier auf der Messe gelernt habe, dass Plano ein unglaublich großes Produktsortiment hat, eine große Produktvielfalt. Was mir extrem gut gefällt, sind zum Beispiel diese Boxen mit einem klaren, durchsichtigen Deckel. Und eins ist sicher, eine dieser Kisten wird ab sofort auf meinem Boot stehen. Jeder kennt die Situation, wenn man nachts mal schnell was braucht, macht es einfach Sinn, Kleinteile auf dem Boot zu haben. Auf der anderen Seite sollten diese Kisten aber auch wasserdicht sein. Und das ist eben gewährleistet bei den Plano-Boxen mit der durchgehenden Gummilippe. Außerdem finde ich den coolen Deckel auch total praktisch. Wenn man mehrere Boxen hat, sieht man sofort, was drin ist. Und die sind sogar noch farblich voneinander getrennt. Je nach Größe habe ich eine andere Farbe. Die ist jetzt orange. Die ganz kleine beispielsweise wäre dann rot. Und die etwas größere kommt jetzt in einem blauen Farbton daher. Was es auch gibt und was ich auch super cool finde, das sind diese großen Kisten von Plano. Sportsman Trunk. Die kann ich verwenden für ganz unterschiedliche Dinge. Kleidung reinzupacken, Futter reinzupacken, Essen reinzupacken. Und die kann ich auch einfach mal ins nasse Gras stellen oder in den Schlamm und bin sicher, hier weicht nichts durch, weil wir eben einen soliden, robusten Kunststoff haben. Plano hat ein unglaublich großes Produktsortiment an verschiedenen Kisten, die ich in ganz vielen Situationen einsetzen kann. Und ja, ich empfehle dir, schau einfach mal vorbei, vielleicht auf der Website von Plano, vielleicht bei deinem Fachhändler. Da sind wirklich coole Kisten und die kann man als Angler super gebrauchen. Ich kann es auch nicht kühlen, wahrscheinlich alles schön warm. Freunde, jetzt bin ich endlich angekommen hier bei PR und werde auch die zweite Tageshälfte am Stand vom PR verbringen. Deswegen ein neues Outfit. Und was es hier zu bestaunen gibt, das werde ich euch jetzt im Einzelnen zeigen. Unter anderem nämlich ein brandneuer Boilie. Man muss dazu sagen, das ist nicht mehr dieses... Ihr Lieben, hallo und herzlich willkommen hier von der Kap den Bosch, Europas größter Karpfenshow. Das ist eine gute Gelegenheit, um euch jemanden vorzustellen, und zwar den Martin Geiger. Du bist derjenige, der hinter PR-Baits quasi die Boilies zubereitet, aber auch die Ideen entwickelt. Du bist derjenige mit dem großen Know-how, was die Köder anbelangt, und du hast einen neuen Köder gemacht. Und den möchte ich euch gerne zeigen, zusammen mit Martin. Es ist der Milky Ocean. Milky Ocean ist nicht nur ein Boilie, sondern quasi ein komplettes Boilie-Konzept. Und was sofort auffällt, wenn man sich diesen Milky Ocean Boilie ansieht, das ist die helle Farbe.
Und da stelle ich mir die Frage, wie hast du es geschafft, mit den ganzen Verboten, die es ja auch mittlerweile gibt, überhaupt Farbstoffe zu verwenden, wie hast du es trotzdem geschafft, einen Body zu kreieren, der so hell ist? Da sind wir gleich bei dem Grundkonzept oder bei der Grundidee hinter dem Boily. Idee war, den hellstmöglichen Fischköder auf den Markt zu bringen. Jeder weiß, der Fischmehl schon mal gesehen hat, der Fischmehl schon mal verarbeitet hat oder Boilies gerollt hat, weiß, dass das mit Fischmehl an sich gar nicht möglich ist, ohne künstliche Farbstoffe einzusetzen. Weil Fischmehl ist von hellbraun bis richtig dunkelbraun und so dementsprechend wird dann halt auch der Boily. Mhm. Also, was nimmt man dann her? Wir haben uns ein grundsolides Milchproteingerüst für den Boily rausgesucht, wie es zum Beispiel auch in unserem Frutizink-Boily verarbeitet wird, und haben dem Ganzen dann Fischproteine dazugefügt. Mhm. Fischproteine muss man sich so vorstellen, wenn man jetzt das Fischmehl an sich nimmt, da ist Fischprotein drin enthalten. Das kann der Fisch rauslösen aus dem Fischmehl und das, was übrig bleibt, ist Rohasche und Rohfaser. Okay. Und das reine Protein wird vorher schon rausgelöst aus dem Fischmehl und wird dann in unserem Boily zugefügt. Aber sag mal, das ist quasi der Extrakt aus dem Fischmehl. Welche Farbe hat denn so ein Fischprotein? Da gibt es auch wieder unterschiedliche. Da gibt es von weiß bis ganz hellbraun. Okay. Und wir haben uns jetzt überlegt, sagt ja auch der Name, ich sage immer, in dem Boily ist das Beste aus dem Ozean drin. Mhm. Deswegen das Milky für das Milchprotein-Grundgerüst, was er hat. Und das Ocean für das Beste aus dem Ozean, was wir dem Boily zufügen. Okay, das Beste aus dem Ozean. Was wäre denn jetzt das Beste aus dem Ozean? Das sind zwei verschiedene Extrakte, die wir auch bei uns im Programm haben. Unsere Extraktpowder, zum Beispiel GLM, mhm, und das Quidpowder ist mit drin verarbeitet. Mhm. Und dann kommt dem Ganzen noch ein neuartiges Fischprotein hinzu, was ganz, ganz selten bis jetzt Verwendung in der Futtermittelherstellung gefunden hat. Ja, also mit anderen Worten, als Attraktoren ist GLM verwendet, also hast du GLM verwendet, dann hast du das Fischprotein verwendet und Squid-Extrakt. Und alle drei Proteine und Extrakte sind 100% wasserlöslich. Genau, da wollte ich auch noch drauf zu sprechen kommen. Du hast von einem Grundgerüst gesprochen, von einem Grundgerüst auf einer Milchproteinbasis. Da gibt es ja sehr unterschiedliche Milchproteine. Diese Milchproteine sind auch wasserlöslich. Kannst du verraten, was du da, was zum Beispiel mit drin ist? Also Milchproteine kann man ja aus verschiedenen Produkten rausziehen und es gibt auch da verschiedene Produkte, die dann dem Boily eine andere Eigenschaft zufügen. Dann weiß jeder, Casein ist der härter, ja, ist auch ein Milchprodukt, muss man dazu sagen. Dann gibt es Milch, auf gut Deutsch Milchpulver, die dann wieder in den löslichen Bereich gehen. Also man muss sich das aus verschiedenen milchproteinhaltigen Mehlen das Gerüst zusammenbauen, so dass es funktioniert, so dass der Boily stabil bleibt und für den Fisch auch gut verwertbar ist. Ja, jetzt hatte ich das große Glück, den Boily ja auch schon am Wasser testen zu dürfen. Und nicht nur einmal, sondern, ich glaube, wir dürfen es verraten, wir haben natürlich verschiedene Versionen gehabt, V1 bis V8, also ganz, ganz oft auch wieder, ja, es war verbessert, quasi angepasst für die Situation, für die Angelei. Wir wollten einen Boily haben, der sich auch von den anderen Ködern, die bereits ja schon in der Range sind, abhebt. Was ich sagen kann, für mich ist auf der einen Seite, ich habe damit sehr, sehr gut gefangen. Auf der anderen Seite ist es ein Köder, der vielleicht ein ganz, ganz kleines Stückchen härter ist. Ich habe zumindest das Gefühl, er löst sich nicht ganz so weich durch, also wird nicht ganz so schnell weich wie vielleicht ein anderer Köder. Finde ich total gut. Weil ich gerade, wenn ich auf größere Fische angel, eben auch einen Boily gebrauchen kann, der ein bisschen härter ist. Auch für die Flussangelei habe ich ihn eingesetzt, dann allerdings in größeren Größen. In der 24er-Variante auch ein paar 20er dabei. Und für die Angelei im See habe ich dann oft so 20er und 16er genommen. Kommt natürlich ein bisschen auf die Jahreszeit an. Aber ich finde es sehr angenehm, dass ich auch einen kleineren Köder habe, der eben nicht innerhalb von 24 Stunden komplett durchgelöst ist. Das war auch ein Faktor, womit reingesprungen hat, dem Boily eine gewisse Härte dazu zu geben. Eben, um solchen Sachen vorzubeugen, wie die ganzen Mitesser, die man hat, Weißfische, Krebse und alles. Deswegen, das Milchkonzept, das wir gemacht haben, Milchprotein-Grundgerüst, ist so, dass der Boily die Härte behält über mindestens 24 Stunden. Ja, und das kann ich bestätigen, das tut er in jedem Fall. Was noch auffällt, wenn man sich den Köder anguckt, er hat dunkle Stippen, so ein paar schwarze Punkte. Was hat es denn damit auf sich? Ja, die schwarzen Punkte, wie die erste Charge von dem Boily fertig war, war das ohne die schwarze Punkte und dann sind wir uns irgendwie relativ schnell einig geworden, irgendwie schaut es jetzt gerade mal langweilig aus. Mhm. Ne? Einfach jeder hätte gedacht, ja, ist halt irgendein Milchboily, den ihr da habt. Ne? Deswegen mussten wir da
noch den optischen Reiz mit zugeben. Und wie macht man das? Man muss eher einen groberen Stoff mit reinbringen. Und was hat sich da besser angeboten, als dem ganzen Mikropellets zuzufügen? Ja. Mikropellet kennt jeder, Pellets allgemein, lösen sich super im Wasser. Und da kommen die schwarzen Punkte her. Ihr habt es so aus dem Hintergrund heraus gemacht, um den Boily einfach visuell ein bisschen aufzuwerten. Genau. Ich habe mich enorm gefreut, dass da Pellets drin sind. Viele von euch wissen, dass ich ein großer Fan bin und Pellets gerne einsetze. Gerade für meine Angelei in Flüssen. Pellets haben einfach den Vorteil, dass sie gut durchweichen, geben Inhaltsstoffe extrem gut ab. Und da kann ich eins ganz sicher sagen, die Zugabe von einer kleinen Menge Pellets in so einem Boily, das schadet nicht, das kann nur helfen. Also dass da ein Pellet drin ist, da bin ich sehr glücklich drüber. Insgesamt ein mega cooler Köder. Und der ist jetzt neu und es gibt ja nicht nur den Boily, sondern aktuell gibt es auch dieses Liquid und ich habe das gerade schon probiert. Ich probiere es jetzt aber nicht nochmal. Es ist sehr hell. Man denkt, es kommt jetzt was ganz Süßes. Das stimmt nicht. Es kommt eine richtige Fischbombe, wenn man es probiert. Und wie würdest du jetzt so ein Liquid einsetzen? Also Liquids kann man in verschiedenen Situationen einsetzen. Man kann zum Beispiel die Boilies damit benetzen. Einfach die Boilies in Eimer Liquid drüber durchschütteln, ein paar Stunden eintrocknen lassen. Das Liquid zieht ein. Man kann die Boilies trotzdem noch füttern, ohne sich alles voll zu sauen. Und im Wasser löst sich das schnell wieder aus. Ja. Oder man fügt es dem Groundbait zu oder man benutzt PVA-Sticks, gibt das Liquid dazu. Man kann den Boily drin dippen. Also es gibt unzählige Anwendungsmethoden für Liquid. Ja, aber es bleibt nicht nur beim Liquid. Und beim Boily in den gängigen Größen, 16 mm, 20, 24, 30 gibt es auch, sondern es kommen noch mehr Produkte. Ab dem Anfang März diesen Jahres, 2024, wird es die komplette Range, also das heißt, komplette Range setzt sich immer zusammen aus den Boilies. Die wird es geben, regulär in 16, 20, 24. Dann den Liquid natürlich dazu, die Two-Light Hookbaits kommen dazu, die High-Light Hookbaits kommen dazu und natürlich unser Groundbait und unser Teig kommt auch dazu. Also einmal die komplette Range quasi. Komplett. Und ja, ist ein cooler Boily. Für welche Situation würde ich den jetzt empfehlen? Also immer dann, wenn ihr einen hohen Weißfischbestand beispielsweise habt in den Gewässern, Weißfische, die weichere Boilies schneller quasi auffressen würden, euch die Futterplätze leerräumen. Für die Flussangelei finde ich ihn extrem gut geeignet. Und auch dann immer in Situationen, wenn es darum geht, vielleicht ein bisschen zu selektieren und eher ein Stück weit die größeren Fische aus dem Gewässer rauszufangen. So war es zumindest bei mir. Da hat der Boily sehr gut funktioniert. Hast du noch andere Erfahrungen gemacht? Nee, also bei mir waren die Erfahrungen gleich. Ich habe in Seen damit gefischt, wo man Fallen gestellt hat, wo man nicht die Möglichkeit hatten, irgendwie vorher zu füttern oder so. Hat super funktioniert. Mhm. Und habe ihn gleichzeitig aber auch im Fluss bei mir im Main probiert, wo es auch über die Futtermenge ging und hat auch funktioniert. Also ich finde, es ist ein rundum gelungenes Produkt. Ja. Nur eine Sache fällt mir jetzt gerade ein, die haben wir ganz vergessen zu erwähnen. Wenn man den Boily sich jetzt anschaut, ist er leicht cremig von der Farbe her. So, wenn der Boily 10 Minuten im Wasser wird, ist durch das Auswaschen von dem Protein an der Oberfläche, wird der komplett schneeweiß. Ja, der wird heller, genau. Stimmt, das haben wir nicht erwähnt. Ja, es gibt viel dazu zu sagen. Auf jeden Fall ein heller Köder, der einen hohen visuellen Reiz hat, gerade eine schöne Kontrastbildung auf dunklen Böden bietet. Viele Gewässerböden sind eben dunkel, da kann man schön mit diesen optischen Reizen arbeiten. Und es ist eben kein Köder, der hell ist und gleichzeitig ein fruchtiger Köder, sondern auf einer Fischproteinbasis aufgebaut. Mega, mega cooles Konzept. Ich glaube, man hat auch gemerkt, dass Martin wirklich Ahnung hat von dem, was er sagt, lange in diesem Bereich arbeitet. Du hast einen coolen neuen Boily gemacht. Vielen Dank dafür. Freut mich. Das ist auch ein cooles Produkt. Habe ich gerade entdeckt. Die ProLogic Inspire Warthose. Naja, was ist an der Warthose denn so besonders? Das ist eine Warthose im Karpfenangelbereich, die atmungsaktiv ist. Und das finde ich schon cool. Jeder von uns kennt das, wenn wir Gummihosen anhaben, wenn wir vielleicht sogar eine Neoprenhose anhaben und es ist mal ein schöner, warmer Tag, man ist da länger drin, man fängt irre da drin an zu schwitzen. Und das war immer etwas, was mich total gestört hat. Und da muss ich sagen, finde ich so eine atmungsaktive Warthose schon super interessant. Außerdem gibt es noch ein paar mehr Features. Bei dieser Warthose, da ist wie so ein großer Deckel dabei. Das heißt, wenn ich die draußen hinstelle, um da schnell reinzuschlüpfen, kann ich diesen Deckel da drüber machen. Und jeder von uns kennt es, in der Nacht bildet sich immer irgendwo etwas Feuchtigkeit, die sich auf den Sachen niederlegt.
Und dann ist es halt unangenehm, wenn ich in der Warthose Feuchtigkeit habe. Und da wird so ein Deckel schon definitiv helfen, dass die Feuchtigkeit da nicht so reingeht. Also atmungsaktiv, dann durchdachtes System mit diesem Deckel eben auch dabei. Und auch die Schuhe machen mir einen super guten Eindruck. Die sind relativ stabil. Die sind von innen leicht gefüttert, damit es nicht kalt wird. Und aufgrund der Materialstärke, das ist halt ein sehr dünnes Material und ein sehr leichter Schuh, wiegt diese Hose halt nichts. Die ist wirklich super leicht. Ich würde sagen, hat vielleicht 25% an Gewicht von so einer dicken Gummihose, die man so kennt. Und das ist schon ein cooles Produkt. So, ihr Lieben, willkommen am Stand hier bei uns bei Prodogic und willkommen natürlich auch auf der größten Carbfishing-Show von Europa in Den Bosch. Hallo. Wir haben uns gerade schon unterhalten ein bisschen, ja. Und ihr habt mir erzählt, ihr seid das erste Mal hier auf der Messe. Richtig. Ich habe heute tatsächlich viele Leute getroffen, die mir gesagt haben, das erste Mal hier. Es scheint sich ein bisschen rumzusprechen, dass die Show jetzt in Den Bosch ist. Und es scheint auch, letztes Jahr war ja so das erste Mal dieses Meeting hier in Den Bosch. Es scheint gut anzukommen. Wie gefällt es dir? Super. Okay. Super. Also wie gesagt, das ist die erste Messe, die wir machen, ja. Oder die wir mitnehmen. Und es ist einfach ein Riesenzirkus. Das ist irre, einfach, ne? Spaß macht, das zu sehen, zu ja. erleben vor allem. Ne? Ja. Jeder Stand so groß wie ein Angelladen quasi woanders, ne? Richtig, genau. Wenn man hier so reinkommt, bist du von dieser ganzen Masse erstmal erschlagen oder ist es schon so, dass es für dich Freiräume gibt, dass du dich gut bewegen kannst, dass es nicht so gedrängt ist? Wie ist das für dich hier? Ich kenne es aus anderen Bereichen, von daher ja. erschlagen werde ich nicht. Aber ja. es ist immer wieder beeindruckend, wie viel auf kleinen Räumlichkeiten passieren kann und stattfindet. Das ist absolut genial. Ja, ist cool. Ja. Was gefällt dir am besten hier in Den Bosch? Alles. Alles? Alles. Also, ja, keine Favoriten oder sonst irgendwas. Es ist einfach alles interessant zu sehen. Wenn man das noch nie live gesehen hat, genial. Schön. Schön, dass ihr hier seid. Ich wünsche euch noch ganz viel Spaß. Auf der größten Carbshow hier von Europa. Vielen Dank. Und wir gucken uns jetzt ein paar Produkte an, würde ich sagen. So machen wir das. Robin, vielen Dank. Danke. So, hier möchte ich euch gerne einen Bissanzeiger zeigen. Das ist der Fulquam. Und das ist ein Bissanzeiger, den ich selber seit einigen Monaten angel. Ein paar Features stelle ich jetzt vor. Alle kann ich einfach aufgrund der Vielfältigkeit das gar nicht zeigen. Was wirklich cool ist, ist im Receiver, dass hier unten eine Lampe eingebaut ist. Und das ist quasi wie ein Bivi-Light. Du kannst es einstellen, du bekommst einen Biss. Das Bivi-Light leuchtet, du siehst sofort, wo deine Schuhe stehen oder wie du dein Zelt aufmachen kannst, ruckzuck. Das ist schon eine coole Funktion, dass die in dem Receiver verbaut ist. Man mag denken, es frisst eine Menge Strom, das tut es nicht. Und das kann ich sicher sagen, weil ich den Bissanzeiger verwende. Hier hinten kommen AAA-Batterien rein und das ist cool, weil man diesen Batterietyp eben in jedem Supermarkt bekommt. Und ich finde das immer ganz praktisch, wenn ich eine Batterie habe, die ich auch wirklich ja, einfach nachkaufen kann. Die Bissanzeiger an sich haben auch eine ganze Menge Technik verbaut. Es gibt eine Mute-Funktion, es gibt beispielsweise auch eine Diebstahlsicherung. Es ist aber auch so, dass ihr die Diodenfarbe ändern könnt. Ihr wollt eure Lieblingsfarbe auf allen Bissanzeigern, das ist kein Problem. Ihr könnt alle auf Blau, alle auf Gelb, alle auf Grün stellen. Und das Coole ist, wenn ihr den auf Blau stellt, dann ändert sich eben auch automatisch die Diodenfarbe am Receiver. Das finde ich schon eine sehr, sehr coole Funktion. Zum Angeln im Fluss braucht man ja, ein Bissanzeiger, der über Snack-Ears verfügt. Wenn ich einen harten Biss von einem Flussfisch bekomme, möchte ich halt nicht, dass mir die Rute vom Pott gezogen werden kann. Auch das ist hier integriert. Snack-Ears, die ich auf zwei Stufen quasi teleskopieren kann und die gleichzeitig auch noch leuchten. Brauche ich die Snack-Ears nicht, drehe ich sie einfach rein, fixiere sie mit einer Drehung und die sind integriert. Insgesamt ist es wirklich ein cooler Bissanzeiger, der über unglaublich viele Funktionen verfügt, eine hohe Reichweite hat. Gerade in Situationen, wenn ich zum Beispiel Höhenunterschiede habe, mein Zelt steht höher wie meine Routen, an Baggerseen vielleicht, gibt es keine Probleme mit der Funkübertragung. Habe ich meine Routen vor dem Schilf stehen, mein Zelt steht hinter dem Schilf, gibt es keine Probleme mit der Funkübertragung. Das habe ich alles schon getestet und die kann ich wirklich aus persönlicher Erfahrung empfehlen, wenn ihr neue Bissanzeiger sucht. Fulquam von Prodogic, einfach mal einen Blick drauf werfen. So, meine Lieben, herzlich willkommen am Stand von Deeper und ja, die Spatzen haben es von allen Dächern gepfiffen. Deeper hat ein neues Produkt und zwar ein Baitboot. Das ist irgendwie auch ein Produkt, was so ja, in die logische Evolution von Deeper extrem gut reinpasst. Als Profis im Bereich von Sonars, von Echoloten macht es eben auch Sinn, ein Baitboot zu entwickeln. Und was ich gelernt habe auf dieser Messe, dass dieses Baitboot vollgepackt ist mit Technik. Und diese Technik, die hat niemand anders als Vitas in dieses Boot hineingebracht. So, what I told now,
that you are the main brain, the super brain behind that new boat. The name is Quest, so der Name ist Quest von diesem Boot. And may you can tell us a little bit about the techniques. What is special on that bait boat, the Quest boat from Deepa? Yeah, thank you. At the beginning, yeah, the Quest, the name, you know. Why? How we came up with that name? Actually, we believe that every fishing trip is like a quest. So we thought that it's a perfect name for a product, such a product. It is. Advanced product and easy to use product, you know. Okay. So we were working with this product like on 2 years. It was quite a hard development for us, you know. It was the most complex product we ever built. But the team did a really, really great job, you know. Mainly all the people from Deeper joined on this product, you know. So we joined together, and that's the result. At the pool, you see how easy it's to use it. And the main core goal of this product was to make it a plug and play, easy to use for everyone, not requiring any technical background, you know. Sometimes you need to learn how to use it. With this one, you press the button, you connect to the app, and that's it. It's the same app as with Deeper, so all the infrastructure is the same. You can reuse everything you had from the Deeper and use it with the bait boat, yeah. Yeah, absolutely. And today I was so lucky to try it myself the first time. And absolutely, it is brilliant easy to use. So you have a remote control. Where's the remote control? Here. So we have the remote control over there, and it's a one-hand remote control. Yep. So it's possible to drive the boat with one hand, to have a look to your phone. We will come back to that point later again. Yep. You have a look to your phone, and you can tip on your phone, but also drive the boat. Exactly, yeah. That's really great. And you told me you have done something like a traffic light. So with the colors. Yeah, for example, the logic behind, you know, it's, as I told you, we were keeping in mind that to make it as easy as possible. So for example, here's only 4 LEDs on the remote control, and it can flash like, it can light only red, green, or yellow. So meaning, if everything is green, we're good. If something is red, for example, now we're in the building, here's a red light on the GPS. On a GPS autopilot, it's red. We cannot use it because we're on the roof. No GPS signal. Yeah. Same with battery. You can see here that red battery is because all day we were using it. You know. Yeah. So that's the logic. You know, if it's red, it's bad. Same with the bait boat. We have this indicator. So if it's green, batteries are okay. If it goes red, Yeah. Like in the real life, if it's green, you can drive. And red, you have to stop. Yep. All right, okay. So what I recognized first was the weight. It's really a lightweight product. 4.8 kilos. That's nothing. Yep. For that's bait nothing. Boat, it's really nothing. Yep. You have two flips in the bait boat. Yep, two hoppers. Two hoppers, yep. you can load both sides. Yeah. But you have another one, you have a third hopper. Oh, yeah, that's... Yeah, so this is the back one, hopper. So we learned that many anglers use a PVA systems. Oh, PVA bags, PVA meshes, you know. So we were thinking why we need to make maybe accessory in the future. Why to do that? We can integrate straight in the bait boat and have, for example, even you have extra value here, not only for PVA bag, but you also can put liquids inside, you know, if you need to make some plow, you know, you can do inside this bait boat. Yeah, and so that's it. That's really a clever feature. And you told me, so there are so many things we could talk about. What I really like is, for example, you can reload the bait boat via an USB plug-in. So you don't need a plug at your home. Yep. So when you are in your tent or in your caravan or like on and you have a bigger lithium polymer battery, for example, yep. You can reload the bait boat with this battery. Yeah. This is a clever solution. Yeah, for example, you open one of battery covers and you see there's a protected USB connectors, USB-C for charge the inside batteries. And one small feature, a nice touch, you know, you can place here a remote control and charge it remote control from the bait boat at the same time. So you don't need extra charger, you know? Yeah. Perfect. Yeah, that saves space. Saves space. Really, really great. The last point is a little bit, we can talk a little bit about GPS function in the boat. That is not a normal GPS. That GPS works in different ways. So I have often seen
with other bait boats that if you, when the bait boat should drive to your spot where you are fishing, they make a bend or they struggle a little bit. That boat makes a line. Yep, exactly. That's true. How is it possible? Is it possible because we're using not only the GPS model, still we're using the big GPS antenna. For example, as we, I were telling you later about the Deeper, that we are limited in size, you know? Absolutely. We can only put here only small antenna. With the bait boat, it's different story, and the development team was very happy that we could put everything, you know, bigger, more powerful, you know, and get better results. So GPS antenna is really big and it's really accurate. You will see it when the first time you will put the bait boat, it's straight away, it has a GPS for, as a home point, you know. And speaking about the straight line, how it can drive in a straight line, it combines not only a GPS, but also it's inside there's a compass and accelerometer, you know. And also we're using this advanced Kalman filter, a mathematical model, and we merge all that in one. And it gives us a precise drive on the water in a straight line. And it avoids making C-shape, you know, bent of the line. Because from the beginning, we learned also from other bait boats that, you know, they make a C-shape. And that's bad because your line goes not in a straight line. You know? Yes. And also motors are quite powerful. So if you need to, you know, you can hold a bit your line. And it's like straightens up, yeah, but you don't need to do it with this bait. It goes in straight line, yeah. Perfect. So it's a really clever system with a big mathematics with big mathematics behind. And what many people are interested in is I think the speed. But today I could try the boat. It's really powerful. It has a good speed. It is not super quick, but it's there's So how much kilometer per hour can the bait boat drive? It's around 3 kilometers per hour, what you saw in the pool now. Actually, we, at the beginning, it was faster, but there's another, you know, part very important, runtime. How much batteries will keep it. So now we made a bit slower, about 3 kilometers per hour, but you can run for up to 7 hours, you know? So at all full in all, speed. You can drive 20 kilometers with... And or 20 kilometers, yeah, at full speed, yeah. It's crazy, 20 kilometers is a bait boat. Yeah, that's everything, you know, it's, as you see, the lightness, the powerful of motors, the custom design inlets, you know, an outlet, of it lets flow better, and it performs even better than only from motor, you know. So it's a lot of details in this one, and that all those details gave us such a result for that. Yeah, perfect. So a boat full of technique, and may for many anglers may the main point is the look of the boat. I really like it. I really like it. This is it's a black one. It's not so glossy. Yep. We have some lights. You can switch them off. This is really a carpy design. It's a modern design. Yep. I like it very, very much. Thank you. And in future, I'm pretty sure I will use that bait boat. Yeah. Okay. Nice to hear that. Yeah. thank you for your brilliant ideas and for the brilliant bait boat. Thank you very much. No problem. I representing the team. From because all team put the biggest effort on it, you know, and I was texting while they were on a trade show and saying all the positive feedback we, you know, because all that last year we didn't have such a product. I mentioned you that we might have something big next year. Yeah. So this is the big news, and a lot of people are asking and like giving the positive feedback, and I'm constantly writing to the team, you know, that come on guys, we did so well, you did so well, you know, with this product, because a lot of techniques inside, but for the end customer, it's plug and play. You can use it like straight away, you know? Okay, yeah. Where can the people order the boat? They can order it here at the trade show. We have a pre-order system, and also online. You can go at our page, deepersonar.com. There you'll find a new product, and you can place a pre-order, and it will be available at the end of April. We are planning to start the production in the middle of April, and those who pre-order first will get the first later in the shops, you know, maybe in mid of May, it will be available for everyone at all the shops. Okay, perfect. Yeah. So in the first step, it's a good idea to have a look to the webpage from Deeper, deeper.com, and you will get every information there. Have a look to the new bait board from Deeper. This is a quest. Okay, thank you. Thank you.
Simon Steinkraus besucht uns auch am Stand. Du bist dieses Jahr privat mehr oder minder. Ihr hilfst uns aber trotzdem fleißig mit. Ich hatte ein bisschen, du hast eine Krücke dabei. Was passiert? Ja, ich habe mir das Knie zerlegt und bin ein bisschen eingeschränkt. Eigentlich dachte ich, ich liege im Krankenhaus jetzt, aber hat nicht geklappt. Deswegen bin ich hier. Kannst trotzdem hier sein. Ja, das ist gut. Du bist nicht nur ein guter Karpfenanger, du bist quasi ProLogic Urgestein. Du bist Ewigkeiten bei ProLogic. Ja, ein paar Jahre. Wie hat sich denn das Ganze bei ProLogic so in den letzten Jahren entwickelt? Wie ist die Evolution von dem Brand passiert? Ja, ich sag mal so, wir sind in den letzten Jahren mit sehr, sehr vielen, gerade in unserer High-End-Range, wirklich Spitze-Klasse-Produkten aufgetaucht. Mhm. Gerade unsere Zelte will ich da mal hervorheben oder unsere Warthosen. Das ist, was da passiert ist, ist viel. Und ja, ich benutze die Produkte im Alltag unglaublich viel und zerstöre sie auch, wenn es irgendwie geht. Aber die meisten kriegen nicht kaputt. Ja, die meisten halt, ich muss sagen, was ich jetzt hier so auf der Messe sehe von ProLogic, macht einen unglaublich guten Eindruck. Danke. Die Warthose habe ich gestern auch schon gezeigt. Gefällt mir sehr, sehr gut. Eine atmungsaktive Warthose im Karpfenanglerbereich ist natürlich Spitzenklasse. Jeder kennt von uns die Problematik, dass du in einer Neoprenhose schwitzt. In den dünnen Gummihosen ist es dann im März und im April doch noch bitterkalt im Wasser. Und diese atmungsaktive Warthose, die macht schon einen extrem guten Eindruck. Zelt hast du auch erwähnt. Was gibt es denn da für ein Zelt, was du besonders empfehlen würdest von ProLogic? Ja, unser SLR-Bivi ist natürlich eine Wucht. Ne? Super schnell aufgebaut, mega stabil. Einmaliges System mit dem Klickverschluss, mit diesem Quick-Lock-Verschluss. Springt auf. Super Zeltstoff, atmungsaktiv. Ja, es funktioniert so quasi, muss man zu beschreiben, ich sage immer wie so ein Spinnenzelt. Ne? Das Gestänge ist außen, du steckst es zusammen, ziehst es auseinander, fixierst es einmal und das Ding steht. Ganz genau. Aufbauzeit 60 Sekunden. Ach, drunter. Noch sogar noch drunter, ja. Okay. Drunter. Ja. Mit Heringe 60 Sekunden und Abspann. Okay, cool. Was würdest du denn für ein Produkt von ProLogic empfehlen, was eigentlich jeder Karpfenangler bei jeder Session am Wasser gebrauchen kann? Gibt es da etwas, wo du sagen würdest, das ist ein Produkt, das kann man eigentlich immer dabei haben? Ja, ohne Quark, also da wurde aber gerade schon drüber gesprochen, aber es ist so die Warthose. Die hast du einfach den ganzen Tag an. Ich vergesse die immer auszuziehen, weil die so bequem ist, du merkst es einfach nicht. Und es ist so praktisch, weil du hüpfst einfach ins Wasser, wenn du einen Fisch hast. Du springst aus dem Boot raus, setzt dich auf deinen Stuhl. Du rennst den ganzen Tag mit der Warthose durch die Gegend. Und ja, es ist wie eine normale Hose, die du trägst. Und das ist einfach ein sensationelles Produkt in meinen Augen, weil das Angeln echt angenehm macht. Okay, also die Warthose, genau. Ich habe sie ja gestern schon vorgestellt, aber die würdest du auch empfehlen. Und ja, prima. Kann mal jeder einfach reingucken. Ist mir persönlich unglaublich auch gefallen hat. Da muss ich mal einmal ganz schnell. Ihr bleibt hier, du bleibst auch da. Ich bin sofort wieder hier. Achtung. So, ein anderes Produkt, was ich cool finde, eine ganze Serie, das sind diese Storm Safe Element Taschen. Und da gibt es ja wirklich eine ganze Reihe von. Und was mir gestern aufgefallen ist, als ich ein bisschen Zeit hatte, mal zu gucken, die passen alle ineinander. EVA Bags ist jetzt ja nicht unbedingt eine Neuheit. Aber dass du ein geschlossenes System hast, was stapelbar ist, das genau. Ist cool. Mit offenen Sichtdeckeln kannst du von oben in die Boxen reinpucken, dann kannst du Kleinteile reinpacken, die passen alle. Je nach Bedarf und wie man sich das wünscht, kann man sich das zusammenstellen und die stapeln. Und wir haben auch ein Carry-All mit aufgenähten Taschen zum Beispiel, das hat auch seitlich und oben drauf Taschen. Halt habe ich auch gesehen. Eine Tacklebox exakt reinpasst beispielsweise vorne oder eine Buzzer-Bar-Bag in die oben aufgesetzte Tasche und du hast den gesamten Innenraum frei für... Ja, Zubehör, was sonst noch so mit muss. Genau. Carry-All habe ich gesehen, die sind quasi aufgeschweißt, die Taschen aus Kunststoffmaterial. Genau. Cool finde ich halt an den EVA-Bags. Du kannst sie draußen stehen lassen, wenn es mal regnet, wird nichts nass. Du kannst sie in Schlamm stellen, du kannst sie ins Gras stellen. Ins nasse Gras. Wenn sie sauig sind, nimmst du zu Hause einen Wasserschlauch und machst sie damit sauber. Das ist halt schon cool. Und? Oder lässt trocknen und der Schlamm fällt irgendwann wieder. Ja. So mache ich das immer. Auch eine Möglichkeit. Ja. Der Tipp am Rand. Was es aber auch gibt, ist ein Trolley. Und in diesem Trolley passen diese EVA-Bags rein. Wie geil ist das denn? Du fährst mit deinem Trolley durch die Gegend, hast deinen Tackle da drin, musst den ganzen Trolley nicht auspacken. Du nimmst einfach deine Tasche, eine links im Zelt, eine rechts im Zelt, baust auf, fängst an zu angeln. Die sind schön versenkt, gerade die Boilies und sowas packe ich da mal rein. Alles, was schwer ist, weil das dann der Schwerpunkt vom Trolley tiefer ist, dadurch, dass sie quasi neben dem Rad hängen. Und ja, die leichten Sachen oben drauf und dann das Ding super handelbar und ja, gut zu schieben. Cool. Das war eine ganze Menge Informationen. Wir haben über die Warthose gesprochen, über das Zelt gesprochen, über die komplette Serie der Stormsafe-Taschen. Du kennst dich wirklich gut aus. Vielen Dank. Gerne. Und vor allen Dingen für die nächsten Monate gute Besserung für dich. Ja, danke, danke. Wird noch ein bisschen dauern. Haut rein. So Leute, ich bin zurück am ProLogic-Stand hier.
leert sich langsam alles. Der zweite Messetag geht zu Ende und ihr habt ganz schön hier aufgeräumt, uns überfallen. Ganz viele der guten Angebote sind weg. Das hat schon eine super, super Menge Spaß gemacht. Es ist einfach eine gigantische Messe, denn Bosch macht schon wirklich Spaß. Es ist cool, dass wir in dieser neuen Halle sind. Letztes Jahr war ja quasi die Premiere, nachdem wir so, so viele Jahre in Zwolle gewesen sind. Aber Zwolle wurde einfach zu klein. Hier hat man die Möglichkeit, sich mal wieder gut umzuschauen, Gespräche zu führen, mit den Kunden natürlich auch, also mit euch. Die Stände sind viel größer, die Gänge sind breiter, es ist nicht mehr so gedrängt. Man hat die Zeit, man kann sich auch die Zeit nehmen, um hier tolle Gespräche zu führen. Und wir haben einfach auch Platz auf dem Stand. Das hat heute richtig, richtig Spaß gemacht. Das ist eine coole Messe und ich freue mich schon wieder darauf, wenn ich ehrlich bin, im nächsten Jahr auch hier zu sein. Aber jetzt müssen wir noch ein bisschen weitermachen, denn die Messe ist ja noch nicht zu Ende. Auf geht's, hier gibt's was zu tun.